Hey Leute, weiter geht's in Pokémon Silver in der ersten Arena in Kanto, nämlich in der Elektro-Arena von Major Bob in Orania City. Und ja, ich will mal Magma an erste Stelle setzen, nur um eben noch ein bisschen EP zu bekommen, bevor ich den Arena-Kampf antrete. So, jetzt kämpfe ich erstmal gegen diesen Herr, Gentleman wahrscheinlich. Ja, und er hat Pikachu. Und ja, man sieht, dieses Pikachu ist nur ein Level über unserem Magma. Und deswegen muss ich unser Magma schnell auf Level 48 bringen. Und das Pikachu wird auch gleich durch einen Flammenwurf besiegt. Es kommt auch gleich Blitzblitz, ein Elektro-Pokémon aus der Höhenregion. Habt ihr auch bestimmt gesehen, dass ich es in meinem Smaragd Walkthrough in meinem Team habe. Was ich übrigens, ja, pausiert habe. Ich im Moment einfach keine Lust drauf habe und deswegen spiele ich einfach hier weiter so Silver. So, jetzt kommt noch Vati. Und ja, da machen wir einfach auf Flammenwurf drauf. Und das Vati sollte besiegt sein. So, sehr schön. Und wir besiegen Gentleman Alfred. Und können jetzt mal schön das Müllrätsel hier lösen. Übrigens ist der zweite Schalter möglichst neben dem ersten. So, der erste Schalter ist schon mal frei. So, und der zweite auch. Damit haben wir beide Schalter entriegelt. Und ja, ich speichere nochmal ab, bevor ich gegen den Renator kämpfe. So, und ja. 13 Minuten bleiben noch in diesem Video und das sollte kein Problem sein, gegen Major Bob zu gewinnen. Nun ja, also, wir kämpfen gegen unseren 9. Arena-Leiter um unseren 9. Orden. Ja, Major Bob hat 9 Pokémon. Erstes ist ein Raichu aus sein zweitstärkstes. Level 51. Und wir greifen mit Erdbeben an. Er macht Doppelteam. Was ihm einen möglichen Vorteil bringt, aber Erdbeben trifft trotzdem. Kaufs besiegt das Raichu. Das Raichu ist besiegt und wir erhalten keine Paralyse. Sehr schön. Jetzt kommt auch gleich Elektroball rein. Wir kämpfen weiter. Elektroball 47. Übrigens hat er mehrere Elektroballs, so viel ich weiß. Lichtschild bringt ihm hier mal jetzt überhaupt nichts, denn Erdbeben ist physisch. Wieder kein Ballöse, so. Gut. Ja, Electek ist nämlich sein stärkstes. Level 53. Und ja, und so. Lecter kommt mit Schockwelle. Die GM, die wir auch später bekommen. Was uns aber nicht gerade viel abzieht. Ja, und Schockwelle paralysiert auch nicht. Und so zur Info. Und sie trifft eben so wie Aeros immer. Ja, auch Lecter hat Statik, aber wir werden wieder nicht paralysiert. So, jetzt kommt auch sein zweites Elektroball und dann hat er, glaube ich, noch einen Magneton. Wie ich weiß. Und ja. Also, wieder Doppelteam. Ich kann alle seinen Pokémon Doppelteam. Keine Ahnung.
Ja, und diesmal geht's dann eben leider. Oder er wehrt die Attacke ab, sagen wir es mal so. So stand sie auch da. Er wehrt wieder die Attacke ab. Langsam nervt's mich eigentlich. Jetzt treffen wir zum Glück und Elektroball sollte das nicht überleben. Jawohl, Elektroball hat es nicht überlebt. So, und ja, wie gesagt, kommt jetzt ein Magneton als letztes. Hat eine vierfache Bodenschwäche mit Stahl und Elektrotyp. Ich könnte eigentlich auch mit Durchbruch angreifen. Aber ich bleibe mal bei Erdbeben. Da das einfach mehr abziehen wird. So, Magneton ist besiegt und Zeit war gereicht leider noch. Nicht Level 51, aber wir haben Major Bob besiegt und erhalten unseren 9. Orden. Den Donnerorden. Plus der M34, Schockwelle, die wir jetzt auch gleich halten. Ja, das ist der M34, Schockwelle und ja, trifft wie gesagt wie Eros und Finze und viele andere Attacken auch, immer. Ich glaube, Zauberblatt trifft auch immer. Aber Eros und Schockwelle sind so ziemlich die einzigen TMs. So, jetzt müssen wir irgendwie das schaffen, da wir nicht, keinen Zerschneider dabei haben. So, ich gehe mir noch schnell heilen. Und dann geht's auch sofort weiter. So, ja, alle Pokémon außer Magma und Traumschiff sind jetzt Level 50. Mindestens Level 50. Ich tausche mal Magma an erste Stelle und Traumschiff an zweite Stelle. So. Jetzt geht's eben noch hier oben weiter. Jetzt erstmal ein TM, TM62 Silberhauch und seine Trainerin. Gut, nehmen wir die Herausforderung an und kämpfen gegen sie. Jetzt ein Kikugi aus der Sinnoh-Region entwickelt sich auch zu Hinoso, das ja bei Sonne seine Form ändern kann. So, das war nicht wirklich schwer. Und ja. Picknickerin Elisabeth, wie auch immer hieß, ist besiegt. Und ja, hier ist noch ein Doppelkampf, den wir bestreiten können. Lussel und Minun können Pokémon bei Level 41. So, das auf Minun und das auf Lussel, so. Ja, Flammenwurf und Finsteraura sollte der Kill bringen, sollte den Kill bringen. Wir sind noch nicht statisch gefährdet, da beide Attacken speziell sind. Nun ja. Na, Mann. Ich eben noch aushelfen, Magma. Da Kramchef einen viel schwächeren Spezialangriff hat wie ein Angriff. Aber jetzt wird auch Lusselbe gesiegt und ja, die Zwillinge auch.
Hier ist eben noch ein Technical, glaube ich. Noch 5 Minuten Zeit und dieser Picknicker hat einen Bummels. Ja, kommt auch aus der Höllenregion. Entwickelt sich später zu Muntier und zu Leta King, das ja auch immer die zweite Runde faulenzt. Wie im Bummels auch, Muntier tut das nicht. Aber, ja. Egal. Gehen wir eben hier weiter durch. Und ja, wir kommen nach Saffronia City. Der Start für unsere nächste Arena. Ja, unsere 10. Arena wird nämlich die Psycho-Arena von Saffronia City sein. Mit Arenaleiterin Sabrina. Und ja. Der hat einen Pantimos. Ja, okay. Pantimos, Psyana und Simsala. Aber jetzt ruft erstmal Boba wieder an. Und ja, der Blockverteiler, den gucken wir uns aber später nochmal irgendwann an. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust und auch nicht wirklich Zeit dafür. Und ja, auch schon wieder noch einfach mal Kramschiff nach vorne für die Psycho-Arena. Ist Kramschiff ja am besten dafür geeignet. Und ja, hier ist erstmal das Sith Co. oder wie auch immer es heißt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Genau hier wieder. Und ja, dann werde ich dann die Arena machen und bis dann, Leute. Ciao.